Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial über die Reinigung und Wartung am DH15VPR+. Wir möchten Ihnen zeigen, welche Wartungs- und Servicearbeiten Sie selber durchführen können, um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten. Für diese Reinigungs- und Servicearbeiten sollten Sie diese Hilfsmittel bereitlegen. Bevor wir beginnen, ziehen Sie bitte den Netzstecker. Prüfen Sie das Gehäuse auf etwaige Beschädigung. Reinigen Sie die Außenfläche mit einem feuchten Tuch. Berücksichtigen Sie dabei insbesondere die Luftaustrittsöffnungen hinter der Frontblende. Entnehmen Sie den Filterhalter mit Filter. Beachten Sie, dass ein zugesetzter Filter die Geräteleistung reduziert. Der Kombifilter für Ruß- und Ölnebel muss mindestens alle 2 Monate erneuert werden. Der schwarze Standardfilter sollte spätestens alle 6 Monate gewechselt werden. Beim Einsetzen eines neuen Kombifilters bitte unbedingt darauf achten, dass die weiße Seite nach außen, also zum Metallgitter hin zeigt. Beim Standardfilter gibt es keine bestimmte Richtung. Bei Bedarf bzw. einmal jährlich empfehlen wir eine Reinigung des Geräteinneren. Bitte führen Sie die nachfolgenden Arbeiten immer zu zweit durch. Lösen Sie zum Abnehmen der Haube die Schrauben beider Gehäuseseiten. Ziehen Sie nun die Haube nach vorne von der Wand weg. Ziehen Sie das Erdungskabel von der Abdeckung ab und stellen Sie diesen dann vorsichtig beiseite. Notieren oder fotografieren Sie die Einstellung des Hygrostaten. Bürsten Sie nun bei Bedarf die Lamellen des Kühlregisters mit einem Pinsel oder Handfeger ab. Saugen Sie den freigesetzten Staub am besten gleichzeitig mit einem Staubsauger auf. Da bei den folgenden Arbeiten eventuell Wasser austreten kann, halten Sie am besten einen Eimer unter die linke Geräteseite und schützen Sie empfindliche Belege gegebenenfalls mit einem Handtuch. Lösen Sie jetzt den Deckel des Kondensatbehälters an der linken Seite und schieben Sie ihn dann nach rechts vom Behälter. Entnehmen Sie nun den Grobfilter und den runden Schwimmerring aus dem Behälter. Wischen Sie den Kondensatbehälter mit einem Lappen aus. Halten Sie den Eimer unter den offenen Kondensatbehälter und spülen Sie die Kondensatwanne vorsichtig mit Wasser aus. Nehmen Sie das Wasser im Kondensatbehälter wieder mit dem Lappen auf. Reinigen Sie nun mit einer kleinen Flaschenbürste die Schlauchverbindung zwischen Kondensatbehälter und Kondensatwanne. Achten Sie dabei darauf, dass Sie den kleinen weißen Schwimmerring in der Kondensatwanne nicht beschädigen. Spülen Sie noch einmal mit Wasser aus. Reinigen Sie die Kondensatbehälter wieder mit einem Lappen. Spülen Sie nun den Grobfilter mit Wasser ab. Schieben Sie anschließend den Grobfilter wieder in den Kondensatbehälter und legen den Ringschwimmer mit der Metallseite nach oben ein. Klipsen Sie den Deckel von rechts nach links wieder auf. Füllen Sie nun so lange vorsichtig Wasser in die Kondensatwanne, bis der Kondensatbehälter gefüllt ist. Prüfen Sie bitte nun die Einstellung des Hygrostaten. Schließen Sie nun das Erdungskabel wieder an der Abdeckungshaube an. Schieben Sie die Haube auf das Gerät und verschrauben Sie sie wieder. Stecken Sie das Netzkabel nun wieder ein. Die Kondensatpumpe sollte nun sofort arbeiten. Gegebenenfalls ertönt kurz ein akustisches Warnsignal. Je nach Luftfeuchte im Raum beginnt auch der Kompressor wieder zu arbeiten. Wir bedanken uns fürs Zusehen und hoffen, Sie auch für unsere anderen Tutorials begeistern zu können.